Servus Freunde, herzlich willkommen zu einem neuen Van-Ausbau-Video. Im letzten Video haben wir den Bus nackig gemacht, haben wir alles ausgeräumt, haben gedämmt, haben die Fenster eingebaut. Und in diesem Video machen wir mal weiter mit dem Boden, mit der Standheizung, wo wir schon das Loch im letzten Video reingesägt haben. Und natürlich mit der Innenverkleidung, also wir fangen an zu filzen. Da die Seite wird mit Holz verkleidet und dann machen wir schon die Decke rein. Ich würde sagen, wir schnacken jetzt nicht länger rum. Wir fangen hier hinten im hinteren Teil schon mal an zu filzen. Habe ich mir schwarzes Vlies besorgt. Genau. Viel Spaß auf jeden Fall jetzt mit dem Video. Let's go. Ich muss das Kabel mal umverlegen, weil ich hierher filzen will. Hier drüber und dann kommt das hinterher. So eine Ablage. Hier ist nämlich noch ein kleiner Spalt hinter. Aber da das Kabel vorher herging, lege ich das mal um. Dass das hier oben durch den Holben geht, zu dem Rücklicht und zu dem. Jawohl. Freunde der Sonne, der hintere Teil ist soweit ziemlich gefilzt, ein bisschen noch hier oben. Aber was wir jetzt machen können, vorne am Fenster, hinter dem Fahrersitz, da wollte ich das wieder wie in meinem alten Bus Holzvertäfelung reinmachen. Und dafür brauchen wir da hoch und da hoch, brauchen wir noch eine Unterkonstruktion, die meist mit den Dachlatten. So relativ zügig gehen und dann ziehen wir da mal schnell eine Holzwand hoch. Weiter geht's. So Freunde, wir haben hier gerade die Wand reingezogen auf der Fahrerseite, wo später auch hier die Sitzecke hinkommt, also der Fahrersitz, der kriegt nur eine Drehkonsole. Irgendwann, wenn ich den Einzelsitz für den Beifahrer habe, auch. Auf jeden Fall ist der Plan, dass wir jetzt weitermachen an der Schiebetür. Die wird einmal komplett gefilzt, aber zuerst pressen wir noch Nietmuttern ein und bohren oben noch Löcher, weil da und da ist der Plan auch wieder. Kleidung aus Holz zu machen. Zeitraffer in 3, 2, 1.
So Freunde, Boden ist eingeklebt. Da ist schon ein Riesenpaket von Tiger Expert. Wir bauen jetzt die Standheizung ein, sind bestimmt wieder 500 Teile. Also das wird ein großes Projekt. Aber fangen wir jetzt mit an, damit wir es demnächst warm haben und Strom haben. Jo. So Freunde, ist schon wieder recht spät. Ich habe gerade mal angefangen mit der Decke ein bisschen rum zu experimentieren. Also wollte ich auch wieder die Holzpaneele benutzen, wie an der Seite. Nur die Decke kriegt hinter einen anderen Anstrich. Ich denke mal, das hier wird nur geölt und die Decke wird ein bisschen brauner. Ich würde auch sagen, ich beende das Video jetzt hier. Wir haben in diesem Video schon viel geschafft. Seiten verkleidet, Tür verkleidet, die Tür verkleidet. Hier haben wir das Holz schon gemacht. Und ganz wichtig, der Boden und die Standheizung. Also es läuft auf Hochtouren, große Fortschritte. Ich habe nur noch 6 Wochen, da muss ich beim TÜV gewesen sein, da muss ich die Wohnmobilzulassung holen, weil jetzt in 6 Wochen fahren wir nach Lužin, nach Kroatien, zum EDC. Es wird auf jeden Fall spannend, ob ich den Bus bis dahin ausgebaut habe. Ich kann es mir vorstellen, ist aber echt ein straffer Zeitplan. Seid auf jeden Fall auf die nächsten Bauvideos gespannt vom Bus. Machen wir als erstes dann die Decke und dann noch so ein paar Verkleidungen hier, wie das da oben, da unten die Holzpaneele und dann geht's schon ans Bett und an die Dusche. Das wären so die nächsten Schritte. Genau. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich natürlich sehr über ein Like und ein Abo freuen. Schaut doch mal ins erste Bauausbau-Video, wenn ihr das noch nicht gesehen habt. Und ja, dann würde ich sagen, schaltet beim nächsten Mal wieder ein. Bis dahin, habt eine gute Zeit auf dem Rad. Ciao.